Die Idee ist, dass wir zeigen wollen, unseren Gästen im In- und Ausland, eigentlich, wir tun alles. Wir tun alles für unsere Gäste, für unsere Touristen, die kommen. Und das zeigen wir mit einem Augenzwinkern, eigentlich so ein bisschen die Eigenschaften der Schweizer auf die Schippe nehmen, aber in einem positiven Sinn. Lustigerweise ganz stier. Im Büro, beim Nachdenken, kommt einem so Zeug in Sinn. Nicht beim Duschen oder beim Joggen oder bei anderen Sachen. Die Herausforderung bei diesem Dreh ist eigentlich, dass der Dreh auch möglichst perfekt ist. Und darum müssen wir auch die perfektesten Leute dazu haben, die es gibt. Und die perfektesten Bedingungen. Und die haben wir da. Es ist wunderschönes Wetter während dem ganzen Dreh. Gebt es nicht zu den Schirmen. Das Wetter stimmt, Kulissen. Und dann kommt dazu, das Team ist 1A. Also wir haben schon Glück mit der Werbeagentur, mit der SFLB, die die ganze Idee entwickelt hat, und zusammen mit Condor Films. Es ist einfach schön. Es ist ein super Erlebnis. Paul, Sebi, Paul, Action! Wie sagst du Action auf Muttertaler? Gönn deine! Rollcamera und gönn deine! Es sieht so spektakulär aus und die Bilder sind so irrsinnig. Es klingt jetzt komisch, aber dass die Schweiz so wahnsinnig schön ist, man denkt, aber es ist irgendwie noch besser, als man gedacht hat. Also es ist fantastisch. Man merkt auch, ja, was halt ein guter Kameramann oder ein guter Regisseur dann ausmacht. Es ist einmal ist passiert, weißt, dass der Stein so weg ist von dir. Und dann sieht er das Licht aus. Weißt du, wie ich meine? Das darfst du, weißt, den Märchen so kann er nie heben, oder? Das einfach halten am Bauch, gell? Und auch die zwei Hauptdarsteller, die sind so super. Das sind Laien-Schauspieler. Also, nein, Laien. Keine Schauspieler, sondern wirklich Laien, die im normalen Leben Bauern sind. Wo das spielen, wie wenn sie da die Profi-Schauspieler sind. So, ich bin jetzt höch am Rucksack da hinten dran. Das sind meine zwei Freunde. Er ist okay. Mottal und er ist Fitznau. Und ich bin aus Zürich. Ich habe gehört, ihr habt euch da schon mal getroffen, vor langen, langen Jahren. Wie ist das gelaufen? Vor 29 Jahren hat er an mir um Hochsieg Musik gemacht, der Herr Kollege. Also ich konnte mich nicht mehr erinnern. Er hat halt auch gealtet. Ich sage ja auch kein letztes Wort. Das schönste Erlebnis ist eigentlich, mit dem Helikopter über eine Kuppe zu fliegen. Und dann hat man vor sich auf einmal so einen See gesehen mit einem Gletscherabbruch, wo man das Gefühl hatte, man ist irgendwo in Norwegen oder Spitzbergen oder irgendwo über dem Polarkreis. Etwas, was man eigentlich in der Schweiz nicht erwartet hat. Jetzt mache ich höher rauf, noch mehr ab und wieder rauf, 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 das sehe ich. Achtung, hey, nicht in die Blume rein. Sehr gut, danke fürs Aufpassen. Also ich denke, die logistische und die körperliche Herausforderung waren hier wirklich am größten. Es hat wirklich jeder mitgeholfen, es war fantastisch. Kunde, Agentur, jeder hat angepackt, weil anders wäre es gar nicht zu bewerkstelligen gewesen. Das ist super, das ist einfach grossartig gespielt. Big Talent.
Ja, okay. Ich möchte jetzt mal den Regen einschalten. Aber geil, ist wirklich mehr als Shift. Und hier nicht mehr. Regen einschalten! Super, super. Also ist einer wirklich von den besten der Reise, die ich hatte. Ein riesen grossen Applaus für den Segi und den Pauli, die uns abtreten.